So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es gab kleine Probleme. Jetzt sollte die Aufzeichnung funktionieren. Also, nachdem der Risikohinweis wieder eingeblendet worden ist, kommen wir auch gleich zum Silberpreis, zum Goldpreis. Fangen wir hier mit dem Silberpreis an. Kleine bullische Reaktion an der Unterkante des Rainbows. Abprall heute im Wochenchart am EMA 38. Wer die Vormittagssendung gehört hat, war eine Möglichkeit da, dass es eben hier nicht weitergeht, jedenfalls nicht auf Tagesbasis auch, dass hier der EMA 200 erstmal als Widerstand dient. So ist es dann heute auch noch mehr oder minder eingetreten. Es gab noch zwischenzeitlich neues Hoch. Das schauen wir hier im Stundenchart an, nach der Morgensendung war etwa um 11 Uhr. Wurde hier auch das aktiviert, weil eben auch hier im 4-Stunden-Chart ein wichtiges Level lag. Was jetzt wichtig ist, oder man sieht, dass hier wieder jetzt die Unterkante des Rainbows entscheidend ist, dass die verteidigt wird, dann kann sich das hier so wie eingezeichnet nach oben ausdehnen. Heute Vormittag ging es ja direkt hier diese Bewegung hoch, runter, hoch, runter. Und hier ist jetzt eben auch wichtig, dass der Silberpreis sich über dem Rainbow hier im Stundenchart hält. Also es gab hier nichts mehr im Nachmittagshandel zu sagen. Also das war wirklich Volatilität fast gleich null. Ob das jetzt hier für die Bullen oder für die Bären in die Karten spielt, ist jetzt wirklich erstmal noch wirklich schwer zu sagen. Denn es ging hier erstmal nicht dynamisch nach oben. Hier eben der Abprall am Tageschart am EMA 200. Allerdings habe ich auch eine Analyse veröffentlicht und das sind ja auch die Stoppkurse, beziehungsweise was eben wichtig ist, ist hier, dass dieses Level verteidigt wird, schon mal ein Extremfall, natürlich kein neues Tief, aber im Prinzip sollte es schon nicht unter 17,38 gehen. Hat sich jetzt beim Goldpreis noch getan? Da ist es die Tages- bzw. Wochenkerze. Erstmal, ja, natürlich hier nichts wirklich Bullisches. Der Abprall erfolgte direkt hier am EMA 200. Im Tageschart lief er nicht mehr ganz an den EMA 200 ran. Und so ist eben klar, weil wir Montag haben, ist die Tageskerze gleich der Wochenkerze. Also auch nicht wirklich was zu sagen. Schon mal im 4-Stunden-Chart kämpft ihr auch mit dem EMA 10 bzw. Unterkante des Rainbows. Und hier hält diese Unterstützung bei 1256, hält weiter Stand. Gab es kein Tief unter dieses Level. Sehr knapp. Und hier ist definitiv auch klar, kommt kein Tief mehr zustande. Dann hat sich das hier eher bullisch aufgebaut, Momentum. Aber nach dieser schönen bullischen Kerze hätte hier deutlich mehr kommen können sollen. Man sieht aber auch, dass hier das Hoch nicht rausgenommen wurde. Mal abwarten, was noch so kommt. Dann blicken wir auf den australischen Dollar, neuseeländischen Dollar. Dürfte auch auf Schlusskursbasis die Stop-Buy-Marke erreicht worden sein. Hier gab es den Rücksetzer und heute den Ausbruch. Deutsche Wohnen
wurde ja noch vorgestellt. Sehr enger Stopp möglich. Am Freitag schon, wer wirklich hier es gewagt hat, kann den Stopp fast auf einen Stand ziehen. Und dann mit dem DAX-Update wurde hier das blaue Setup von letzter Woche auch nochmals hier aktiviert. Gab nämlich noch nichts Neues. Ja. Das gab jetzt erst heute. Da werde ich erstmal morgen nochmal drüber schauen, was eben auch dann der Nikkei nachbörslich macht. Hier ist im Prinzip schon die Umkehrkerze entstanden, aber eben nicht ganz an der Widerstandslinie. Hier, wenn man die vergrößert, ist eigentlich auch schon bestätigt. Ja, aber das wäre definitiv dann nicht mehr dieser Abpraller, sondern eben nur noch Richtung 10.580 etwa. Also hier lief es jetzt erstmal die Woche gut. Schauen wir noch die amerikanischen Aktien an. Die Kinross ist eher nichts, was man ja, was für den Bullen sprechen würde. Hier ist gerade die Unterstützung noch erreicht worden, eben bei 13,25. Dann, ich hatte nur hier gerade einen Download noch laufen von einer App, deswegen gab es jetzt hier ein paar Lags, hoffentlich auch nicht in der Aufzeichnung. Hier, Barrel Gold hält sich, aber auch leider keine bullische Kerze im Anschluss. Eine Silver Wheaton hat hier exakt den EMA erreicht. Heute ist so ein Inside Day. Wenn es tief hält, kann sich das hier ebenso nach oben ausdehnen. Hier touchiert er erneut die Newmont Mining am EMA 200. Also von den Aktienseite her, es gibt hier noch die Pan America Silber. Ist auch so ein Art Inside Day. Und die First Majestic ist eher negativ. Also hier gibt es definitiv von den Aktienseite noch keine Käufe auch. Somit eher im Moment, ja, würde ich jetzt nicht gerade sagen, richtig unentschieden. Denn eine Gegenbewegung sollte weiterhin anstehen bzw. präferiert sein. Danke fürs Zuhören. Dann bis morgen.